What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Now move aside. Shh, shh, shh. It's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! A cat. Oh my goodness, this is Emmett! We were just... I don't understand. Emmett. Oh god. Fuck. Lanning. Oh god, the killer... Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Neck wound. Deep. And his head is... Oh god, it's barely hanging on. Scheiße. Lenning's badge. Oh, no so. One deserved it more than him. Ah, say that's the Polizist. Lenning was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Edda. What the hell? Who? Sie? Was, ey. What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Now, come on, Bullet. We gotta finish this. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. Really side eye, but never gave up. Not even after I let him down. Another one. Caroline. Wonder who those people are. Again. I know it's a different one. Someone had too much time on their hands. Erste Anklage. Verstoß gegen Artikel 52 der General von North Carolina. Also von North Carolina. Asi. Du kannst sagen, was du willst. Zeigt öffentliche Verachtung und Abneigung gegenüber nationalen Symbolen, unserem Militärdienst und den patriotischen Soldaten, an deren Seite er einst die Ehre hatte, dienen zu dürfen. Moment. Es ist halt, Evgeny. Du kannst sagen, was du willst. In North Carolina passieren halt echt coole Dinge. Was ist los, mein Großer? What's going on? Bullet, search. Oh mein Gott, hier geht's schon wieder rund. Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or... Why? Hold on. Bullet, run!
Not now. Come on, work. Scheiße, ey. Keine Ahnung, wo wir hier sind. I hope you know where you're going, boy. Fuck. Geht das nie. Das ist eklig. Hey ho, jetzt bin ich da also wirklich nicht nur als Platzhalter. Hey ho. Hast du gezockt oder hast du gearbeitet? Pack mir gerade die Hose. Oh fuck, alter Verwalter. Oh no, claro. Oh mein Gott. Oh, Evgenie, du bist ungünstig. Verstehe die Frage nicht, Hase. Wieder gearbeitet? Und hallo? Ich habe einen Bruder, ist... Ich habe eine... Was? Kann ich mal reden. Ich habe meinem kleinen Bruder eine kleine Einführung in Objektorientierung gegeben. Eine Orientierung? Habe ich nie. Okay, Lucas! Lucas kenne ich leider keinen. Weil nach hinten, ne? Habe ich keinen, kann ich nicht leuchten. Bullet? Ich hoffe jetzt einfach mal stark, dass mein Hund noch lebt. Naja, der kleine Bruder möchte auch bald mal Wohnungsobjekte verkaufen. Gut. Also ja, quasi Arbeit. Warum tut man das? Wo geht's denn jetzt hier lang? Und da braucht er eine kleine Objektorientierung von Manu, aber halt nicht von der Arbeit wegen. Wie war das? Worüber komme ich nie? Evgenie, du klemmst. Damit er was lernt, lass dich nicht von Bio verarschen. Jemand hat vor, eine Wohnung zu kaufen. Okay. Naja, ich gehe auf jeden Fall jetzt schon mal zurück. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder mal richtig hinsetzen. Evgenie weggerutscht. Ich habe keine Schminke an der Nase, aber es fit. Juckt alles. Juckt einfach. Bullet, where are you? Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr, dieses Game zu spielen. Hey. Fuck. Scheiße, steck fest.
Lauf! Oh mein Gott. Komm schon, los! Hey, ja, du kannst es packen, come on. Bisschen weiter. Oh Gott sei Dank, ey. Scheibe. Ich hab mir gerade einen Schlüpper, ne? Hey, Evgenia, kannst du gucken, wie du willst. Er kennt nur den Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt. Wir haben an einer Spracherkennung gearbeitet. Ziel, Oma kann lesen, was wir sagen. Hey, interessant. Klingt interessant. Was ihr da so... Gut. Wir haben eine Nachricht hier in dem Bunker. Wir haben eine neue Sprachnachricht. Nehmen wir aber nicht an. Doch jetzt. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Was? Überhaupt nicht zur Vernunft gekommen. Quasi, ich hab dann keine richtige Traute, wenn du dann das Essen hochbist in der Dunkelheit jetzt. Sollen wir ihn lieber absagen und was bestellen oder so? Oder die Nudeln einfach machen? Ja, was denn? Wer bist du denn? Ich bin überhaupt nicht dein Alice. Ich bin Alice ich selber und ich gehöre nur mir. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Er weiß schon, stockduster ist Nase. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. Ich nicht, wer das was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Egal. And yet, I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. Nicht, dass sich einer wegfängt. Ja, weiß man's? Und im südasiatischen Raum durchschnudeln. Eieiei. How did we end up back here? Könnte passieren. Ich will nicht, dass sich jemand im südasiatischen Raum durchschnudelt. Findest du es sehr schlimm? Also ich wäre auch todtraurig. Ich hab Bock auf meinen Schnitzel mit Pommes. Aber ich... Another one. I know, buddy. I know. Ist echt dunkel, also, ne? Und wenn das einer schnuppert... Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Aber total verlassen. Und dann weiß ich nicht, ob ich meine... Dann geh. Geh mit Gott, aber geh. Older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Shush, 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 shush. It's okay, buddy. Everything's okay. Easy, boy. Easy. Es wäre Zeit mal wieder für eine Runde Leckerli. That's not a good time.
So, das Ding muss man wieder wegmachen. Ich hab so Lust drauf. Okay, also. Marius. Corona, Corona. Da muss ich immer wieder direkt an Corona denken. Sieht so aus, als ob es jemand da hingelegt hätte oder so, was er gesagt hat. Ich konnte leider nicht so schnell lesen. Er spricht so schnell. Mein Vater, Theodor Mackinen, war ein Holzfäller. Und vorhin hat jemand ihn mit der Axt jemand getötet. War es Theodor? Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu dem Sägewerk im Black Holes Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme einer unruhigen Beruhigung. 3, 2, 1. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte, mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregenden Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die Geschichte hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Holy shit. Holy shit, everybody, we can't do this anymore. Cutie boy. You're a little cutie boy. Okay, so, also. Oh, wie ist jetzt wieder der Dude? Plus viele Jahre später. Mensch, ich dachte, wir rammeln hier in Hütten rum. Weil da müssen wir hier uns das Elend antun und durch die Welt heran. Rammeln. Müssen wir uns mal gucken, was wir da morgen Mittag bestellen. Ob wir da wirklich wieder Pizza bestellen wollen? Hier. Aber wäre, glaube ich, am einfachsten, oder? What's going on? Yeah, good dog. Oh, cutie! Und jetzt sind wir den Loschkas. We can't do this anymore. Okay, so, wir kommen. Müssen jetzt wahrscheinlich. Ne, wir kommen ja von da, oder? Bin da von da gekommen. Genau, so, und jetzt vielleicht hier hoch? Nee. Aber da hoch vielleicht. Come here. Hier geht's hoch. Hoch ist immer gut. Also, ne, Tipp von Yoshi, Profi-Tipp. In Horror-Games, oder wenn ihr selber in einer horrormäßigen Lage seid, rennt immer nach oben. Profi-Tipp. A dog tag. Where did... No, no, that's impossible. Oh, was ist denn los? Yeah, yeah. Let's move on. Elma. Ich. Stehe ich jetzt nicht ganz so? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Sind wir ja hardcore das Ringel gerannt.
Okay, dann versuchen wir mal diesen Weg. You can find something, buddy. Nothing there, huh? Nichts, okay, super. Careful, boy. You don't want to step in one of those. Gosh, oh God. Come on, look around, boy. Musen? Good boy. Du bist für ein Leckerli. Jetzt ist vielleicht Zeit für ein Leckerli. Ich glaube, wo sind denn die Leckerlis? Hunde-Leckerlis. Oh, ich habe jetzt schon einen Schreck bekommen. Heel. Good boy. Good boy. Perfekt. Was denn? Na dann such mal du was. No, Bullet, don't. Nein! Oh, jetzt habe ich mich verklickert. Ich doof, dass man das dann nicht mehr abbrechen kann. Oh, Cutie! Spitze. So, we can. Jetzt guck nochmal auf Such. See if you can find something, buddy. Nee, na gut, dann. Na gut, dann. Nee, jetzt kommen wir doch aber von hier oben. Stimmt. Sind dort hochgegangen. Na gut, dann gehen wir jetzt eben hier lang. Yoshi, du hast nur begrenzt Leckerlis und der Hund merkt sich alles. Ja, 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 aber ich habe mich trotzdem verklickt. Das ist halt total doof, dass man das nicht abbrechen kann wieder. Ich wollte das ja nicht anklicken. Weißt du? Immer wieder hier. Das sieht gut aus. Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Blöd, ne? Hat mich jetzt geärgert, dass ich das angeklickt habe. Aber jetzt können wir wieder hier unten. This again. Ah. Ja, was das für Namen sind. Guck mal, das sieht hier wieder so neu aus. Ach Mensch. Das ist alles hier zum Thema Orientierung. Immer wieder hier. Hello. Anybody there? Warte. Okay. Oh, du, ich hab echt keine Ahnung.
Bin ich wieder hier, ey? Ich pack ab. Das ist ja übelst übel, dass man hier nimmt. Wahrscheinlich, ach, jetzt komme ich hier raus. Hör mal, übelst dumm. Mich gerade echt so doof an. Was? Come on, look around, boy. Ja. You got nothing? Nothing. Oh Mann, ey, wo geht das denn jetzt hier lang? Wieder bei dieser Dreckskerze. Rass hier gleich auf.